Okay, hier unten geht's weiter. Hier oben ist aber der Raum auf du. Ich hab genug davon. Gut. Zwei Identifikationsschriftrollen, die kommen ja wie gerufen. Identifiziere mal die Pfeile. Das sind Pfeile plus 2, wie gedacht. Und das ist ein Schwert plus 1. Also nichts wert. Gut, Schnelligkeitsöl zu Khalid. Und ansonsten alles okay. Ja, ich habe genug davon. Hier ist sonst nichts mehr. Hier wäre noch ein Geheimgang. Den ignorieren wir allerdings auch. Weil ich so die Vermutung habe. Wow. Au. Weil ich so die Vermutung habe, dass Imoen gleich stirbt. Und zwar stirbt. Hier lang. Oh, und wir müssen nochmal das Skelett töten. Beinahe unter meiner Würde. Ja. Wisst ihr jetzt, warum ich eigentlich mit Dolax Tor so viele Quicksaves machen wollte? So. Minsk, das zu ihr. Und jetzt müssen wir mal die Schleuderkugeln. So. Bei dir ist alles klar soweit. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Jetzt muss ich Talisa nochmal heilen. Die hat ja was? Ordentlich was wegstecken müssen. So. Hier waren zwei Schnelligkeitsöle drin. Hier war einfach abgeschlossen und zwei Pfeile drin. Oder ein paar Pfeile halt. So, Schnelligkeitsöl. Könnten wir dann eigentlich ein paar Mal benutzen, wenn es drauf ankommt. So, der Grünschleim. Macht fast keinen Schaden bei dem. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, stellt euch mal ordentlich auf. Dann kämpfen wir gegen den Grünschleim. So. Au. Okay, einer ist weg, noch einer bleibt. Etwas näher rangehen bitte, dass alle draufhauen können. Gut. Was wollt ihr hier lang? So, das heißt Imoen. Schicke ich jetzt mal hier hin. Guck noch mal kurz nach Fallen. Gut, hier war nur die Schriftrolle. Oh, und ein Edelstein. Edelsteine habe ich ja gesagt, nehme ich mit, weil die stacken können. So. Pfeile. Kannst du gleich mal nehmen. Schwert kann weg. Und da habe ich gesagt, verschieß bitte die so. Okay. Ja, denn ich verschwinde jetzt. So, jetzt zeige ich euch mal kurz den Gang auf Doom. Das habe ich ja vorhin nicht gemacht. Also erstmal natürlich nochmal nach Fallen gucken von der Seite hier. Da kommen nämlich nochmal ein paar neue. Eine neue, um genau zu sein. So. Das hätte alles schön viele Erfahrungspunkte geben können, wenn wir sie gebraucht hätten. Und wenn ich jetzt durchgehe... Ja. Au, Feuerball. Wenn ich jetzt zurückgehe... Ja. Feuerball. Gut, muss ich noch mehr sagen. Das war nur mal, um zu zeigen... Ja. Dass diese Falle... nicht zu, weder zu entschärfen ist, noch dass man sie einmal auslösen kann und dann ist sie weg. So,
Die Falle hat uns gerade eben den Hintern versohlt. Was? Nichts leichter als das. Du bist ja ein Kuh. Hier lang. Okay, das hier sieht aus wie ein Schlafzimmer. Ja. Von einer Lady. Beinahe unter meiner Würde. Ich hab genug davon. Könnte das Schlafzimmer von Dulaks Frau sein. Pfeile hat sie, ein paar Tränke, Zauber, die... Oh. Sie vielleicht lernen kann. Was bist du denn für ein Pfeil? Und überschüssige Fähigkeitstränke. Du kannst nicht geschrieben werden, also kannst du gleich weg. Ich hab genug davon. Dann haben wir dich noch und eine schicke Rüstung. Die kann ich auch nicht identifizieren. Und Schwachsinn kann ich auch nicht ins Magiebuch schreiben, okay? Gut. Mich kümmere, ich hab genug davon. Hier ist großer begehbarer Kleiderschrank mit einer Falle natürlich. Ein Heiltrank. Geschichte von Dambras. Ein Haufen Schleuderkugeln. Eine Schleuder. Also ja, ich wollte sagen, ein Haufen Pfeile, die wir nicht brauchen. Geistige Herrschaft. Weintrauben. Geistige Herrschaft. Kugeln und Schleuder. Da trinkt den mal. Schleuderkugeln. Mhm, rote Schleuderkugeln. Geistige Herrschaft können wir auch nicht lernen. Du bist ja ein komischer Kauz. Das heißt, was haben wir hier drin noch? Die Weintrauben. Die scheinen wichtig zu sein, also kommen die gleich mal zu Talisa. Einige Weintrauben. Diese Frucht leuchtet mit einem sonderbar inneren Licht. Okay, da scheinen sie wirklich wichtig zu sein. So, was ist das hier? Die Schreibtischschublade ist durch ein einbruchsicheres, seltsam aussehendes Schloss verschlossen. Ihr werdet wohl den Schlüssel suchen müssen. Jo, Schlüssel gibt's hier wahrscheinlich auch irgendwo. Und ich höre schon wieder Spinnengetrappel. Du bist keine Spinne. Du da hinten bist böse. Was wollt ihr? Euer Leben liegt in meiner Hand. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Okay, hat... Ihr habt wie befallen. Nein, du hast leider keinen. Ich tue mein Bestes. Mehr? Was so gut ich kann. Gut, das heißt... Wie kann... Ah ja, so kann ich dich umschalten. Feuerball. Hexerei. Feuerball. Mach mal ein bisschen Stunk da drin. Skelett... Kriegsskelett Magiewiderstand. Mist. Ja? Aber wir haben die anderen Skelette getötet, hä? Was? Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Ich bin das der heißt... Achso, du bist schon tot. Ja, beinahe unter meiner Würde. Du hast magische Pfeile dabei. Das sind Pfeile plus 1, oder? Ja. Yay, Pfeile plus 1 und ein Schwert, hä? Dass man wieder nicht identifiziert werden kann. Gut. Ich kümmere, ich hab genug davon. Das heißt, Imoen guckt sich mal da oben um. Da sind zwei Schatzhaufen. Glitzernder Beljuril-Edelstein. Der sieht schon mal wertvoll aus und ein Haufen Gold. Noch mehr Pfeile. Und die Pfeile können wir nicht mitnehmen. Eispfeile, Feuerpfeile. Ganz schön viele Pfeile eigentlich. Feuerpfeile, Feuer. Kann ich nehmen ein paar Pfeile ab. So. Sehr viele Pfeile.
Minsk hat jetzt 3 volle Stacks, Khalid hat 3 volle Stacks und dann haben wir das Einzelgezeugs noch. Dieser Stein passt nicht an diesen Ort und es sieht so aus, als wäre er nicht zufällig hier. Vielleicht hat er eine Bedeutung, vielleicht sogar einen Zweck hier unten. Euch beschleicht das ungute Gefühl, dass dieser Eselstein besser nicht verkauft werden sollte. Vielleicht solltet ihr lieber nicht zu habgierig sein und ihn ein Weilchen behalten. Obwohl Beljuril normalerweise einen angenehm dunklen, meerwasserfarbenen Grünton besitzen, blitzen und blinken sie ab und zu auf. Dieser Stein hat zwar einen etwas anderen Farbton, vielleicht ist er auch aus einem neuen Vorkommen, das noch so gut wie niemand gesehen hat. Er sieht unglaublich wertvoll aus. Das wird das Glitzer sein, was der andere Zwergenwächter will. Du bist ja ein Kurs. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Schleuderkugeln und Pfeile. Und hier ist auch noch was. Ein Schlüssel. Okay, und anderes Zeug. Auf jeden Fall haben wir hier sehr viele Kugeln. Hups. Säurepfeile. Mhm. Die können wir so stecken. Und dafür bist du zu weit entfernt. Okay. Ich hab genug davon. Nehmen wir die beiden noch mit. Da sind noch mehr Pfeile plus 2. So, die können zu Minsk. Schleuderkugeln gehen wir zu Khalid. Die gehen mal zu Minsk und über Minsk wandern sie zu Dyna hier, wollte ich gerade sagen. Aber Minsk will die wohl nicht hergeben. So, okay. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Das heißt, wir haben da noch einen Trank. Kleiner Schild brauchen wir nicht so. Obwohl, nehmen wir den auch mal mit. So. Kleiner Schild. Kleiner Schild plus 1. Und das sind Pfeile, die natürlich keiner identifizieren kann. Aber das kann ich verteilen. Hat davon irgendwer jemand? Ja, Minsk hat schon 4 Stück, ist er da 5 davon. Gut, wir gehen hier weiter. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Nicht da oben durch den Geheimgang. Phasenspinnen. Was? Okay, sehr viel Gefase. Obwohl, hielt sich die Grenzen. Und Imoin hat ja ihre Spinnenphobie langsam etwas überwunden, zum Glück. Dann bringen wir die Sache mal zu Golem. Fleischgolem und Kriegsskelett. Ich tue mein Bestes. Ja? Hier lang. Ihr dann die Sache mal zu Golem. Ihr habt gerufen. Fleischgolem war auch magieresistent, oder? Ja. Und das Kriegsskelett ebenfalls. Was wollt ihr? Nein, das hat ein bisschen Schaden genommen. Gut, wir beide halt mal Khalid ein bisschen. Der sieht nämlich auch nicht so gut aus. Gut. Ja? Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Dann geht's hier um die Ecke weiter. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein... Nee, wir müssen das Ding nochmal im Fitnessstudio. Warum müssen die immer Khalid schlagen? Na komm, trink mal einen Zaubertrank. Wir wollen nämlich den großen Stack. Verschwenden wir lieber den kleinen Stack erstmal. So. Oh, und ich habe was vergessen. Beinahe unter meiner Würde. Ich habe genug davon. Das ist aber nicht gut, dass wir hier voll haben. Deswegen, wer hat gerade wenig Gepäck? Minsk. Nicht so viel eins auf die Hörner für einen guten Zweck. Minsk, geh mal plündern.